CDU-Fraktion. Danke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, in der Tat, die Ermittlungen gegen Netzpolitik.org haben zu einer heftigen, zu einer breiten Debatte geführt. Es wurde gefragt, ob wir den Schutz von Journalisten in unserem Land verbessern müssen und ob wir nicht generell eine Reform der Tatbestände der § 93 fortfolgende StGB brauchen, die Tatbestände also um den Geheimnisverrat und um den Landesverrat. Aber der Reihe nach. Bei uns sind Journalistinnen und Journalisten zunächst einmal grundrechtlich geschützt über Artikel 5 Grundgesetz. Und dieses Grundrecht findet eine Schranke in den Straftatbeständen der § 93 fortfolgende StGB. Interessant dabei ist das Schutzgut. Es ist nämlich die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Und ich will an der Stelle sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es ein Stück weit bedenklich, dass wir heute hier rechtspolitisch eine Debatte führen mit der Frage, ob wir diese Tatbestände reformieren. Und niemand von Ihnen, weder Sie, Kollege Petzold, noch Sie, Kollege Ströbele, haben sich überhaupt einmal die Mühe gemacht, dieses Rechtsgut in Inhalt und Ausmaß zu beleuchten. Zwei Dinge hat Netzpolitik.org damals online gestellt. Ich glaube, auch dort sollten wir mal konkreter werden, Herr Petzold, weil Sie immer sehr, ich sage jetzt mal, oberflächlich das in den Raum gestellt haben. Zwei Dinge wurden online gestellt. Einmal Teile des Wirtschaftsplans des BfV und dann Teile eines Konzepts. Und zwar das Konzept erweiterte Fachunterstützung Internet. Und ich empfehle Ihnen mal bei der Bewertung des Inhalts die Ausführungen von Professor Dr. Jan Hendrik Dietrich, Hochschule des Bundes, zu lesen. Das ist just der Gutachter, den der damalige Generalbundesanwalt als externen Gutachter beauftragt hatte. Dieses Gutachten ist zum einen sehr viel differenzierter als das interne Gutachten, das das Bundesamt für Verfassungsschutz damals in Auftrag gegeben hat. Und Professor Dietrich kommt, so einfach scheint es nicht zu sein, Kollege Fechner, tatsächlich zunächst einmal zu der Einschätzung, dass die Information über das EFI-Konzept ein Staatsgeheimnis gewesen ist. Denn dieses Konzept lässt Rückschlüsse auf das Leistungspotenzial des Bundesamtes für Verfassungsschutz im Cyberbereich zu. Das EFI-Konzept legt offen, welche organisatorischen und welche technischen Defizite im Bundesamt für Verfassungsschutz im Bereich Cyberbekämpfung vorherrschen. Und dieses Konzept macht Methoden deutlich, wie in diesem Haus Informationen gewonnen werden. Jetzt sagen Sie, ja, die Öffentlichkeit muss ja informiert werden. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben sich ja die Nackenhaare gestellt. Denn, Kollege Petzold, wir leben im Zeitalter der Cyberkriminalität, im Zeitalter der Hackerattacken. Und jetzt ist es für Sie in Ordnung, dass ein Konzept offengelegt wird, das Rückschlüsse zulässt auf die Cyberkompetenz des Bundesamts für Verfassungsschutz. Auf Deutsch gesagt, zeigt dieses Konzept, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo die Bundesrepublik Deutschland verwundbar ist auf dem Cyberweg. Und das im Zeitalter der Hackerattacken. Und für Sie ist das vollkommen in Ordnung. Ich finde es erschreckend, dass Sie tatsächlich gesetzlichen Handlungsbedarf anmahnen und sich mit diesem Gutachten und dem Inhalt offensichtlich kaum beschäftigt haben. Zumal, und das muss man auch sagen, das Schutzgut, äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, Schutz der Bundesrepublik Deutschland und seiner Behörden und Einrichtungen vor Hackerangriffen, alles andere ist als ein niederschwelliges Rechtsgut. Ich sage Ihnen, bei der Lektüre Ihrer Anträge wird man schon sehr offensichtlich wahrnehmen, dass Sie an dieser Stelle Ihre Ideologie ganz oben hinstellen. Sie wollen möglichst viel Beinfreiheit für Journalisten, und dafür nehmen Sie im Notfall eine Gefährdung der Bundesrepublik Deutschland in Kauf. Genau deshalb werden wir diese Anträge ablehnen, weil wir im Zeitalter der Digitalisierung leben. In einem Zeitalter, aus dem sich in jeder Lebenslage akut und spontan Informationen in die Welt raus senden lässt. Und wenn sie mal in der Welt draußen ist, sekundenschnell, dann ist sie ganz schwer rückholbar. Wir wollen in diesem Zeitalter keinen leichtfertigen Umgang mit
Staatsgeheimnissen. Und wir wollen eben nicht, dass der äußere Schutz der Bundesrepublik Deutschland zur Disposition Einzelner gestellt wird. Herr Hoffmann, erlauben Sie eine Bemerkung oder Frage von Christian Ströbele? Aber mit großem Vergnügen, Frau Präsidentin. Dankeschön. Herr Kollege, darf ich Sie so verstehen, dass Sie der Meinung sind, im Ergebnis, man hätte die beiden Journalisten doch anklagen sollen, möglicherweise auch verurteilen? Also so verstehe ich Sie jetzt. Sie haben offenbar noch nicht verstanden, dass das eine ist, die Person oder die Stelle, die aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz irgendwie nach draußen gegeben hat, darüber reden wir hier gar nicht. Und das andere sind die Journalisten, die diese Informationen bekommen und veröffentlichen. Da sagen wir, wenn ein Journalist sowas bekommt, gerade in der Zeit, in der wir diskutieren, mehr Internetüberwachung, ja oder nein und so, dass sowas, auch wenn ein Journalist das in die Hand bekommt, ich rede jetzt nicht von dem möglicherweise Verfassungsschützer oder wer auch immer das war, dass der Journalist auch sagen muss, ja, das interessiert aber die Öffentlichkeit jetzt sehr. Also veröffentliche ich das. Danke für die Frage, aber das ist doch genau der Punkt. In dem Moment, wo Sie das in die Hände des Journalisten stellen, legen wir dieses erhebliche Rechtsgut, äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, in die Hände des Einzelnen und stellen es zu seiner Disposition. Ich habe eigentlich gedacht, deswegen war ich eingangs Ihrer Frage etwas irritiert, dass Sie als Strafverteidiger sehr wohl die Frage, ob Anklage erhoben wird, ob ermittelt wird und die Frage, ob jemand verurteilt wird, auseinanderhalten können. Ich glaube auf jeden Fall, dass es voll und ganz gerechtfertigt gewesen ist, dort Ermittlungen einzuleiten. Es war nämlich nicht so eindeutig, wie der Kollege Fechner vorhin geschildert hat. Es war ja immerhin auch so, dass das Bundesjustizministerium ein Gutachten in Auftrag gegeben hat. Also es schien so eindeutig nicht gewesen zu sein. Jeder Straftäter in Deutschland muss sich nach Ermittlungen unter Umständen einem Strafprozess stellen, in dem es dann um die Frage geht, ob entsprechender Vorsatz vorgelegen hat oder unter Umständen Absicht, wie es hier das Gesetz erfordert. Und da verstehe ich eigentlich nicht, warum wir uns diese Zeit nicht hätten nehmen können. Generell, und da will ich ehrlich sein, erlebe ich diese Debatte als sehr ideologisch. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich persönlich behaupte, dass Sie von den Grünen und auch Sie von den Linken diese Ermittlungen nicht zum Anlass für Reformüberlegungen genommen hätten, wenn wir zum Beispiel Ermittlungen gehabt hätten gegen ein sehr konservatives Medienblatt, nehmen wir zum Beispiel mal den Tagesspiegel. Aber ich bin, und das will ich auch ganz ehrlich sagen, mit der Aufarbeitung dieser Thematik auch im Bundesjustizministerium, und deswegen bin ich dankbar, dass Sie da sind, Herr Minister, nicht wirklich zufrieden. Weil ich Ihnen ganz ehrlich sage, wir täten uns in der Debatte durchaus leichter, wenn auch Sie mehr zur Aufklärung der damaligen Chronologie beitragen würden. Sie sagen einerseits, es hat keine Weisung gegeben, ich habe nie das Wort Weisung verwandt. Ich habe im Rechtsausschuss gefragt, ob Sie ausschließen können, dass das, was Sie gesagt haben, als Weisung hätte verstanden werden können. Da gab es dann keine Auskunft. Sie haben auch die Existenz dieses Aktenvermerks nicht wirklich erklären können. Und Sie ließen dieses externe Gutachten stoppen. Das sind die Erkenntnisse, die ich vorhin eingangs skizziert habe. Auf die Frage, warum Sie es denn an diesem Montag, am Tag der Weisung, haben stoppen lassen, sagen Sie, es war einfach keine Zeit mehr zu verlieren. Und dann ärgert es mich als Parlamentarier, wenn ich dann über das Magazin Kontraste in Erfahrung bringe und da die Information bekomme, dass der Gutachter selbst sagt, dass an diesem Tag das Gutachten so gut wie fertig gewesen ist. Und mit der Beantwortung dieser Fragen täten wir uns in der Debatte leichter. Ich will am Ende meiner Rede noch ein paar Sätze verlieren zur Frage Schutz von Hinweisgebern. Auch das ist immer wieder Thema in Debatten gewesen. Aber ich bin schon dafür, dass wir weitaus differenzierter sehen, als das der Kollege Petzold vorhin getan hat oder als Sie das immer tun, Kollege Ströbele. Mir ist schon wichtig, dass wir gesellschaftspolitisch auf jeden Fall den Akzent setzen, dass Hinweisgeber nicht in eine Ecke mit Denunzianten gestellt werden dürfen. Aber ich glaube schon auch, dass wir uns trotz Edward Snowden die Zeit nehmen sollten, mal zu überlegen, wo besteht denn überhaupt Regelungsbedarf? Wie viele Regelungslücken haben wir? Sie wissen, dass auch in der juristischen Debatte dort im Mittelpunkt die Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte steht. Er ging damals im berühmten Fall der Pflegerin, die Missstände im Pflegeheim veröffentlicht hat. Und hier gibt es wesentliche Erkenntnisse, wenn man diese Entscheidung durchliest.
Erstens ist es so, es geht um Grundrechtsschutz. Es ist eine Abwägungsentscheidung der Meinungsfreiheit, des Informationsinteresses der Allgemeinheit auf der einen Seite mit dem Vertraulichkeitsinteresse des Unternehmens. Und die zweite Erkenntnis ist, dass diese Abwägung, auch wenn wir einzelgesetzlich dort etwas verändern, jedenfalls im Einzelfall von einem Gericht immer wieder vorgenommen werden muss. Und auch die rechtlichen Konsequenzen, wie eine Abfindung, die es in dem Fall auch gab, muss im Einzelfall geprüft werden. Und das ist heute schon so. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir in diesem Bereich zumindest im Arbeitsrecht nachgucken müssen, wie dort die Strukturen sind, ob es Änderungsbedarf gibt. Er ist jedenfalls nicht in diesem Umfang, wie Sie heute hier glauben machen wollen. Und deswegen lehnen wir das ab. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Alexander Hoffmann. Und der letzte Redner in der Debatte, Dr. Matthias